Ab im Keller. 9.04 Uhr. Oh Gott, ich muss los. Moin. Moin. So. Uff. Moin. Moin. Die gut? Polizei die Drogenratze. Stadtbild. Na ja, ist ja schön. Ja, oh, so schön. Danke. Ja, ja, die Polizei. Die macht das auch. Polizei macht oben rum? Ja, ja. Das ist ja was der Zeit. Ja, und das ist auch. Polizei, ganze Drogenplantage in Kreuzberg, Stadt, ja, ja, ja. Möbeln ab. Ja, das ist ja nicht. Beschissener Tag heute. Nicht klappt, nicht, nicht. Die ganze Zeit hätten wir nicht sparen können. Dann jetzt anfangen. Und hier nicht mal durch. Boah, jetzt richtig beschissen angefangen. Guck mal, jetzt ist jetzt fast 2 Stunden Eierig rum und hab nichts geschafft, nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Hab nicht mal die Räder richtig draußen. Dann 3 Räder draußen. Beschissener Tag, Alter, wirklich. Nimm mich in den Arm, bitte. Nimm mich bitte in den Arm. Wie du mich behandelst. Dich? Bitte dich. Du schreist nur rum. Geh wieder halt schief. Mach ich, das ist doch gar nichts. Klar, mit Sicherheit. Ist ein bisschen da. Ja, also der ist sofort wieder zerstört. Ja, Skadi! Hey Baby, guten Morgen, wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, der Papa ist wieder da. Alle 2 Tage mal. Komm mal her, das werden 2 Tage. Alle 2 Tage. Ach, bist du leicht. Du bist ja nicht mal so viel wie eine Tretkugelgarnitur. Naja, gut, vielleicht. Naja, die wird schon ihre 5 Kilo haben. 5 Kilo, das ist mein schöner, massiver Alter. Hallo, der Punkt hier nicht mehr.
welches Rad haben wir dir? Das Max, das Silberne. Max, genau. Max. Da hinten. Ja, kannst du entspannen. Mensch, du bist barfuß hier unten? Ja. Dann werden wir ab und zu mal Metallteile umliegen. Ja. Auf der Straße liegen auch. Ganz schwer. Das ist ja so hardcore. Ja, hält ab, genau. Das ab, ja. Oh, bis 16. Oh ja. Ich wollte ein Fahrradschlüsselmobile. Wir kommen dann einen anderen Tag für die Bremse. Alles klar. Wieso, was ist mit der Bremse? Was ist mit der Bremse? Nee, die vordere Bremse ist komplett gelöst, aber wir müssen zum Augenarzt. Nix da, kurz warten. What? Kurz warten, sonst müsst ihr noch zu anderen Arzt. Nein, das ist total lieb, aber sie benutzt das auch nicht mehr. Sie benutzt das immer rückwärts. So, jetzt werden wir zum Augenarzt. Ach, schön. Bitte. Hast du es gemacht? Mein Gott, Fahrradmann. Fahrradmann. Hast du noch hier Auto? Ja, wunderbar. Ja, ja, sowieso. Du trinkst keinen Kaffee. Ich auch, komm, ist egal, das ist schon nein, ein echter Kind, kann man auch Kaffee trinken. Später, sowieso. Kein Kaffee. Das weiß man nicht. Soll nicht mein Tee. Nee. Ihr müsst im Augenarzt. Ja, du hast recht. Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt mal gleich mal drinnen. So weit wollen wir doch drüber. Na, guck mal. So genervt. Dicker Fuß. Tuck. Haschi. So. Einfach. Kann die schon gucken? Ein bisschen. Also man merkt schon, wenn man sie dann so hält, dass sie einen schon mal anguckt. Ne? Aber ich glaube noch nicht so scharf. Aber genau, sie hat noch nicht den Fokus, ne? Nee, sie guckt auch am liebsten ins Licht. Echt? Mhm. Und ist so viel? Ja, so alle zwei Stunden gemacht. Ja. Ja. Mal mehr, mal weniger. Mal auch drei Stunden, manchmal auch schon mal anderthalb Stunden. Was haben wir denn hier überhaupt? Was machst du denn da? Ich kann heute nicht mit euch spielen, aber naja. Nicht schlimm. Was denn? Was machst du da? Achso, ich mache eben das Dreifach. Okay. Hm, was, wie bitte? Okay, wir haben es gestern geholt, als wir von der Rückfahrt von der Bank kommen wollten. Dann hat Papa was gesehen. Also dann hat Papa so ein paar dann gestern gefunden. In einem Container, ne? Im Container und dann waschen wir es jetzt, das Dreifach. Und jetzt wäscht es. Genau, wird sauber gemacht, weil du hast gesagt, ich soll es mitnehmen für wen? Skadi. Fakt ist, wir haben gestern zwei Räder gefunden in so einem Sperrmüllcontainer. Da meinten sie, nehmt euch die Räder raus. Also da waren 5, 6, 7, 8 Räder drin, keine Ahnung, aber alles Schrott. Aber der Dreirad ist ganz nett und so ein Brennerburger Kinderrad. Finde ich auch ganz nett. Habe ich mitgenommen. Und noch ein Fahrradanhänger war auch dabei. Das war ganz günstig, ein total Schrott, der Fahrradanhänger. Aber der war halt umsonst. Mitgenommen zum Transportieren. Einfach nur. So, ich muss jetzt langsam anfangen zu arbeiten. Hab ja heute noch nichts gemacht, außer wie ein aufgeschreckter Ameisenhaufen hin und her zu rennen. Der Reifen ist nämlich defekt.
Sie ist mit platten Reifen gefahren, weil sie in einem gruseligen Gebiet war, gerade wo der Reifen platt war. Und da ist sie weitergefahren auf platten Reifen und hat damit den Reifen zerstört. Der fing dann fürchterlich an zu eiern. Also der ist irgendwo gerissen hier an der Seite. Da schlägt er richtig eine Beule. Hier, da. Kann man das sehen? Ist das darstellbar hier? Sieht man das? Wie er hier beult? Und das merkt man halt beim Fahren. Gerade wenn man einen hohen Luftdruck hat, merkst du, also, da wackelt der Arsch. Und das richte ich jetzt. Oh. Mann, Mann, Mann. Nee. Nee. Alter, ich... An diesem Tag, ja. Heute ist das ja eigentlich alles klar. Muss ja so kommen. Heute geht alles schief. Da ist mir der Schlauch kaputt gegangen beim Einbauen wahrscheinlich. Oder eben der war vorher schon angeditscht durch das. Der ist ja hier gequetscht, der ist so gefaltet gewesen an einer Stelle hier, weil der viel zu breit ist für den dünnen Reifen. Aber wahrscheinlich ist er nicht kaputt hier. Hat er vorher auch gehalten. Anup, das ist keine Strafarbeit. Natürlich kannst du reingehen. Du musst nicht hier sein. Das ist, ich dachte, du bist gerne hier. Naja, du sollst aufhören mit diesen Computerspielen, mal ein bisschen bei mir sein, ein bisschen rauskommen, ein bisschen... Ich finde das nicht in Ordnung, wenn du den ganzen Tag... Guck doch mal, was für ein schöner Tag das ist. Schon mal ein bisschen drin, draußen sein. Nicht eben nicht drin, so rum. Moin! Moin! Ja? Wie cool das bei euch. Brauchst du was? Ne, ich guck mal. Okay. Dann kannst du rinkommen. Ja, ich komm mal kurz runter. Seid ihr verwandelt mit dem anderen Laden da weiter? Nee. Das ist ja bestimmt nicht. Nee. Sind die wirklich das jetzt bei genau, fast genau ineinander wert? Und so einen ähnlichen Charakter hat irgendwann. Oder wäre ich als cooler? Ihr seid echt cooler. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Er ist einfach cooler. Ist einfach so. Prost. Heute habe ich drei Kaffee hintereinander bekommen. Nee, stimmt nicht. Ein Kaffee, dann kam Carsten mit dem Kaffee vor Marlies. Dann kam Carsten mit dem Kakao. Und dann kam noch eine Kundin mit dem Kaffee. Hintereinander. Danke. Deswegen habe ich heute einen Dauerkaffee. Juh. Ja, also. Ich möchte von dir auch mal irgendwie vielleicht, dass du
dann irgendwelche Ergebnisse sehen, dass du wirklich dich um Arzt kümmerst, also wirklich, dass du wirklich das machst. Nicht, dass du jetzt in dieser, ja, bei Tommy krieg ja immer 20 ja, Euro, dann ist das ja in Ordnung oder so, und so schiebe ich das immer nach hinten raus. Dass du wirklich dich kümmerst. Zeig mir doch, dass du das machst. Zeig mir doch mal den Willen auch, dass du da nicht nur im Kopf irgendwie mal kurz, wenn du einen hellen Moment hast, so, ja, ich will den eigentlich auch nicht mehr, sondern... So was passiert ja. Ja, naja, sag mal, ist ja... Ich kenne ja mich besser als du, aber du hast das jetzt schon... dass du den Durchblick dazu hast. Okay. Na, mach mal, wechsel das mal bitte, sei mal süß. Ja, komm, wir gehen nach oben, gucken mal mit dem Rad. Yo, yo! Jetzt folgt ein kleiner Scheck. Kleiner Scheck, weil hier wirklich nicht so viel zu machen ist, okay? Felix hat gestern ausgesetzt, heute ist er wieder da. Das ist ein Ding, ey. Ich weiß, das ist alles schwierig. Na? Was hast du denn? Nichts. Warum willst du dich immer anschleichen an mich? Willst du testen, wie gut du bist? Ja. Manchmal höre ich dich wirklich nicht. Dann sehe ich dich im letzten Moment. Aber irgendwie merkt man das doch. Hey. Alarmgefühl. Ja, du bist, genau, Alarmgefühl. Also Alarm ja nur nicht gleich, weil ich habe ja keine Angst vor dir oder so. Ich liebe dich ja auch ganz doll. Du kennst auch meine leisen Schritte zum Beispiel. Dieses. Ich erkenne dich halt, genau. Und das ist, ich erkenne dich. Ich weiß, wie du bist. Wie du dich anhörst. Alle von euch. Das ist doch gut so. Ich muss ja auch auf euch aufpassen immer. Wozu habe ich denn so ein Auto, wenn ich das nicht nutze? Das ist doch toll. Ach ja. Na, kommt der Ost. Man sieht einfach nicht gut aus. Bis auf hier. Echt mal Wasserschaden gehabt. Das sieht alles gut aus hier. Okay, das ist nicht so das ist schlimmer hier hinten. Mal machen. Machen wir mal was zum Schleifen. Gucken wir mal, wie stark der Rost ist, ey. Bitte nicht durchrostet. Will nicht schweißen.
ist Gott sei Dank verdeckt. Da müsste ich jetzt nicht spachteln wegen der Optik. Das muss ich nicht, aber ich muss es gleich vom Rost befreien. Das ist ja klar. Also wie gesagt, spachteln muss ich nicht. Ich muss es nur von Rost befreien. So, was habe ich denn jetzt draußen noch ein Fahrrad? Da muss ich natürlich noch die Pedalen anschrauben. Das sollte ich vielleicht mal zuerst machen. Das ist erledigt. Können wir das schon mal abhaken. Lass ich es jetzt erstmal durchschliffen. Dann werde ich das einpinseln mit Rostumwandler und danach lackieren. Mein Gott, nicht heute. So, naja, dann wollen wir mal. Also, heute geht es ja eigentlich um die Türscharnier hier wieder. Gucken, ob ich das hier löst kriege. Die Schrauben sehen ja schon fest aus. 5 mm Endnuss. Ich glaube, das klappt überhaupt nicht. Jetzt. Ja, ich fürchte, der kommt. Ich sprühe mal vorher ein.
Okay. Der kommt aber der nicht. Scheiße, Wasser, ey. Probieren wir mal damit. Letzte Chance. So. Wollen wir mal. Wow, Mensch, genial. Jetzt kommt die Sperre raus. Na, das geht leider echt. Und hier unten müssen wir rein. Was seht ihr das überhaupt? Stattdessen Wegfahrsperre. Ja. Ich habe keine Wegfahrsperre, ist außer Betrieb. Ich habe, naja, Umleitung. Weißt du, mein Emulator war kaputt. 20 Euro bei eBay, zack, fährt. Aber muss man wissen, ne? Hast du Schraube so, zufällig? Eine geht immer kaputt, die ist kaputt. Also die hatte ich jetzt mit viel Zahn, kannst du die ausdrehen? Hast du nicht, ne? Hallo. So, gut. So baue ich den Stopper hier aus. Mit dem Anschlag. Kurz andrücken, dann kommt der hier unten raus. Ja.
Den machen wir ein bisschen sauber. Guck mal, sieht gut aus. Ziehen wir Teil hier hinter. Kriegen das auch raus. Ciao, ciao. So, hier wollte ich nur mal zeigen, so sieht das aus. Rolle bewegt sich ja nicht mehr, deswegen schleift das auch die ganze Zeit. Ja, ich muss ja ein bisschen auch arbeiten. Kann ja nicht nur immer so. Für dich gibt's nicht. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Späti, soll ich dir das mitbringen? Nee, du brauchst mir nichts mitbringen, danke. Brauchen wir nicht. So. Kleinigkeit. Ja, das will. Mama hat gesagt, dass ich das soll. Ich habe gesagt, ich soll doch erstmal Papa fragen. Sie so, nee, ich mach schon. Ich so, ich mach das mal. Sie so, nein. Na, es ist scheiße. Ich esse das jetzt nicht. Weil ich esse das. Na, isst du das, ja. Setz dich draußen hin, isst du. Schaff ich nicht. Tut mir leid, Marlies, wenn du das siehst. So, ich wollte jetzt nur zeigen, die Rollen, die sind total kaputt hier. Da bewegt sie nicht mehr. Das muss man machen. Das mache ich jetzt. Jetzt mische ich aber erstmal aus oder mit der Drahtbürste da immer durch oder was auch immer. Nehmen wir den Lappen mit und nehmen wir die olle Drahtbürste mit und nehmen wir ein bisschen Spray mit. So, mein Freund, du bist ja immer noch nicht da. Geh mal zum Spätkauf. Los, komm. Ich wollte nur fragen, wie du Dr. Wieder 7 schon wieder? Und schon wieder 7? Ja, weil du bist ja noch nicht hier. Bis gleich. Ach, ja, lob ich dir. Aber da muss ich mir was lassen. Kann ich erst später essen. Jetzt nicht. So, nur mein Rad raus. Genau. Na, lass das erstmal stellen, einfach hier hin. Lass es erstmal noch drin. Schraube rinschrauben.
Braucht man sich ja mal nicht markieren. Das ist ja hier schon wunderbar markiert. Durchs Alter schon alleine. Boah. Ich schwitze. Dann lass mich ran an die Arbeit. Boah, Nuki, ich weiß nicht. Die brauchen wir. 26, die brauchen wir. Der 28,8er Stütze. Dann brauchen wir einen Sattel. Den wollte ich auch schon nehmen. Stopp, stopp, fassen, nicht gegenlaufen. Jetzt brauchen wir noch hier. Den und müssen noch eine Schraube holen von drüben. Das ist unten, logisch wieder. Na, willst du auch? Hallo! Machst du Vlog? Ja, das schön. Hallo, ich bin die Kassiererin. Ich bin die Kassiererin. Man nennt sie die Kassiererin. Ist so wie sie, so fangen auch immer so in China essen sie Hunde, fangen doch so an. Genau. Wo, eine Schraube hier drin? Nein, ich eine Schraube da rein. Okay, wunderbar, das war's schon. Okay, jetzt kommt das hier rauf, oder? Genau. Na, das kommt erstmal an den Sattel geschraubt. Okay. Ja, ich bin der Kassierer. Ich bin die Kassiererin. Nein, hier Spickhoff. Spickhoff. Muss man noch. Stopp. Und fest. Die den meisten Wohnern so festschädigen. Und wir haben in der Kita jetzt auch eine Oma mit einem N und kurzem O gesprochen. So, Feierabend. Wir fahren jetzt zur Bank. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Jo, da sind wir wieder. Yeah, wir sagen oben Tschüss. Wir sagen oben Tschüss. Okay, sag mal ganz artig, danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Ich schneide jetzt. Naja, um 10. Bis morgen. Ciao.